Hier sind die Hitman Studios. Ich bin der Hitman und das sind die Themen für die Europapark Sonderfolge. Europapark sucht Mitarbeiter. Der Hitman als Jobvermittler. Die ARD im Europapark. Fernsehshow immer wieder sonntags bekommt neue Bühne beim Rulantica. Spannendes zum Hören und Lesen. Koppenrad Verlag bringt neue Geschichten des Europaparks aus Rulantica und dem Adventure Club Europe. EP sichert sich Namensrechte. Namen der neuen Attraktionen also bereits bekannt? Die Rückkehr der Geister. EP-Streaming-Portal VJoy bringt Spook Me zurück. Nicht mehr lange warten. Europapark startet früher in die Saison. Wir haben Wochenende und was heißt das? Der Hitman kommt mit einer neuen Folge aus den Fun- und Freizeitmöglichkeiten. Diese Woche beschäftigen wir uns ganz ausschließlich mit dem größten und besten Freizeitpark, mit dem Europapark in Rust. Bevor es aber mit den aktuellen News aus dem Europapark losgeht, betätigt sich der Hitman als Jobvermittler für den größten Freizeitpark Deutschlands. Es geht wieder los mit Jobs, denn der Europapark sucht aktuell ca. 500 Protagonisten, die den Gästen im Europapark einen schönen Tag bereiten. In allen möglichen Bereichen. Denn man darf nie vergessen, der Europapark ist Badens, Südbadens größter Arbeitgeber mit ca. 4.450 Mitarbeitern pro Saison. Und hier gibt es alle News zu den Jobmöglichkeiten. Wer zu den Bewerbertagen 2022 kommt, kann im Anschluss an das Gespräch mit einem Arbeitsvertrag nach Hause gehen. Zu besetzen sind Stellen in den Bereichen Gastronomie, Attraktionen, Hotels, also Rezeptionisten, Servicekräfte, Köche, Reinigungskräfte und Shopping. Auch bei der Wasserwelt Rulantica gibt es zahlreiche freie Stellen für Empfangspersonal, Rettungsschwimmer sowie für Beschäftigte an den Wasserattraktionen. Dabei steht die Vielfalt und Individualität der Bewerber im Vordergrund. Ganz gleich, ob Berufseinsteiger oder langjähriger Profi, im Europapark Erlebnis Resort findet jeder die passende Stelle. Wie im vergangenen Jahr haben die Kandidaten die Möglichkeit, den unterschriebenen Arbeitsvertrag nach erfolgreichem Gespräch direkt mit nach Hause zu nehmen. Vom 23. bis zum 25. Februar 2022 begrüßen die Talentscouts des Freizeitparks die Interessierten in der Deutschen Allee des Europapark, sodass die Bewerber gleichzeitig einen Einblick in ihr neues Arbeitsumfeld erhalten. Erstmalig werden 2022 auch diverse Krankenkassen mit Ständen vertreten sein, sodass sich Bewerber aus dem In- und Ausland direkt vor Ort informieren können. Weiter geht's mit der Live-ARD-Fernsehsendung immer wieder sonntags, die ja immer ab Mai, Juni aus dem Europapark von der ARD live übertragen wird. Stefan Mross führt durch die Sendung und es gab bisher immer einen Sendeplatz inmitten des Europaparks am griechischen Thementeil anliegend. Wer aber meine letzte Sonderfolge zum Europapark gesehen hat, der weiß, es sind dort Attraktionen abgebaut worden und es wird Platz geschaffen für eine neue Achterbahn und wahrscheinlich auch einen neuen Thementeil namens Kroatien. Von daher hat man sich entschlossen, auch die Europapark-Bühne der Fernsehsendung immer wieder sonntags dort zu entfernen. Man hat einen neuen Platz gefunden und zwar ganz auf der anderen Seite von Rust am Rulantica-Wasserparadies. Und so soll das Ganze in Zukunft aussehen. Im 18. Jahr der Unterhaltungssendung immer wieder sonntags zieht deren Bühne vom Europapark zum benachbarten Wasserpark Rulantica um. Jetzt ist es bekannt, wie die Bühne aussehen wird, auf der in Zukunft die Schlagerstars auftreten. Der Europapark schafft derzeit Platz für eine neue große Achterbahn, die im Jahr 23 eröffnet werden soll. So wurden bereits zwei Fahrgeschäfte geschlossen und eine riesige Satellitenschüssel demontiert. Der Hitman hat berichtet. Auf dem Gelände für die neue Europapark-Achterbahn befand sich viele Jahre lang auch die Bühne zur Produktion und Ausstrahlung der Unterhaltungssendung immer wieder sonntags. Im Zuge der Pläne für die neue Attraktion wird ein neuer Veranstaltungsort geschaffen. Immer wieder sonntags bleibt dabei weiterhin in Rust. In Zukunft wird die Sendung vom Gelände des Europapark-Wasserparks Rulantica aus ausgestrahlt. Am Montag, den 14. Februar,
fand im Beisein des Moderators Stefan Bross hierfür die Grundsteinlegung statt. In diesem Zuge wurde auch enthüllt, wie die immer wieder Sonntagsarena aussehen wird. Die Arena entsteht direkt neben dem Hotel Kroner Saar und zeigt sich entsprechend in einem ähnlichen Stil. Immer wieder sonntags werden hier bis zu 2000 Gäste Platz finden. Ja, ihr lieben Fans des Europaparks können es natürlich kaum erwarten, bis der Freizeitpark wieder öffnet, und beschäftigen sich in dieser Zeit bei schlechtem Wetter zum Beispiel mal mit einem Hörspiel oder einem Buch. Und zwar gibt es natürlich aus dem Koppenrad Verlag schon längst Bücher über den Europapark beziehungsweise über die Geschichten aus dem Europapark. Und hier geht es um den Adventure Club of Europe oder eben um das nordische mystische Rolantica, das natürlich sehr gute Vorlagen für Abenteuergeschichten gibt. Was hat es eigentlich mit dem Adventure Club of Europe auf sich? Der Adventure Club of Europe vereint Entdecker, die sensationelle Expeditionsergebnisse erzielen, mystische Geheimnisse aller Art lüften und diese nun peu à peu in Deutschlands größtem Freizeitpark präsentieren. Mit diesem Konzept wird eine attraktionsübergreifende Hintergrundstory geschaffen. Diese ermöglicht den Besuchern, sich noch intensiver mit der jeweiligen Attraktion im Europapark zu beschäftigen und einen noch größeren Erlebniswert zu erhalten. Beispiele hierfür sind das neue Piraten in Batavia, das Voletarium als abenteuerlichen Flugsimulator auf höchster Ebene und das sagenumwobene nordische Wasserparadies Rolantica. Einen Link zur Homepage dieses Geheimbundes Adventure Club of Europe findet ihr in der Beschreibung des Videos. Während der Freizeitpark geschlossen ist und im Europapark Resort nur der Wasserpark Rolantica zu erleben ist, werden neue Bücher und Hörspiele veröffentlicht, die in die Geschichten der Attraktionen eintauchen lassen. Gemeinsam mit dem Koppenrad Verlag bringt Mack Next aus der Europapark Firmenfamilie 3 neue Bücher sowie 2 Hörspiele in die Buchhandlungen. Ab dem 15. Februar 2022 lässt der aufgeweckte Snorri, das Maskottchen des Wasserparks Rolantica, kleine Entdecker mitfiebern. Wenn sie sich sein Kelpie, ein zauberhaftes Mischwesen aus Fisch und Pferd, im großen Kelpie-Rennen mit seinen Artgenossen misst. Snorris Geschichte über Fairness und Freundschaft erscheint als Kinderbuch mit Illustrationen sowie als Hörspiel zusammen mit der Kurzgeschichte Die entführten Seepferdchen. Kurze Zeit später reisen die Leserinnen und Leser mit den Schülerinnen und Schülern des Adventure Club of Europe in die Vergangenheit und kommen so manchem Geheimnis der sagenumwobenen Stadt Troja auf die Spur. Im 4. Band der Romanreihe Die fliegende Schule der Abenteurer stolpern die Nachwuchsentdecker nicht nur über historische Ruinen, sondern auch über Zentauren und andere Wesen aus dem Reich der Mythologie. Für alle diejenigen, die ihre Fantasie lieber vom gesprochenen Wort beflügeln lassen, bietet das neue Hörspiel zum entsprechenden Jugendroman ab dem 1. April 2022 den Einstieg in die Geschichten des Adventure Club of Europe. In die fliegende Schule der Abenteurer, der Feuertiger von Batavia, begeben sich die Hörer auf den Spuren des berüchtigten Piraten Bartholomäus von Robbemond auf die Suche nach einem mysteriösen Dolch. Wer das live erleben möchte, geht einfach in Piraten in Batavia, eine fantastische Attraktion. Im finalen Teil der Trilogie von Michaela Hanauer, der am 15. April 2022 im Koppenrad Verlag erscheint, stellen sich die beiden gewaltigen Gefahren und setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel, um die Insel Rolantica endgültig von dem Fluch zu befreien, mit dem sie der unbarmherzige Gott Loki einst belegt hat. Ob beim Kelpie-Rennen, auf Ausgrabungen rund um Troja oder im Kampf gegen die nordischen Götter, die vielfältigen Geschichten zum Lesen und Hören verkürzen garantiert die Wartezeit bis zum nächsten Besuch im Europapark Resort. Ja, der Europapark hat mittlerweile sogar eine eigene Streaming-Plattform und kann dort Sachen, die halt im Park auch schon mal aufgeführt wurden, zum Streamen bereitstellen. Das Ganze wird jetzt gemacht mit dem einzigartigen Halloween Europapark Musical Spook Me.
Alle Fans des Europaparks kennen ganz sicher dieses wunderbare Musical mit dieser ganz fantastischen Musik und den ganz fantastischen Darstellern, die das auf die Bühne gebracht haben. Dieses Musical wurde mehrere Jahre im Europapark zur Halloween-Zeit aufgeführt und hat immer noch eine riesige Fangemeinde. Dafür gibt es jetzt gute Nachrichten, denn das Europapark-Streaming-Portal VJoy ermöglicht euch, dieses wunderbare Spook Me Musical noch einmal live mitzuerleben. Zur Halloween-Saison 2014 hat der Europapark mit Spook Me sein erstes eigenes Musical präsentiert. In der Saison 2017 war es zum letzten Mal vor Ort im Freizeitpark zu erleben und wurde von einem Musical zur Geschichte des Wasserparks Rolantica beerbt. Einige Zeit lang konnten Fans eine Live-Aufzeichnung von Spook Me auf DVD erwerben. Doch inzwischen ist im Shop des Freizeitparks nur noch der Soundtrack erhältlich. Wer das Musical-Debüt des Europaparks noch einmal oder gar zum ersten Mal sehen möchte, hat nun allerdings wieder die Chance dazu. Der Freizeitpark bringt Spook Me auf seiner eigenen Streaming-Plattform VJoy zurück. Spook Me erzählt eine märchenhafte Geschichte rund um das alte, real existierende Schloss im Park und entführt in die mystische Welt der Geister. Spook Me ist ein Märchen von Liebe, Mut und Freiheit. Es handelt vom guten König Borbar, dessen größte Freude es ist, gemeinsam mit seinem Geistervolk die menschlichen Besucher seines Schlosses schaurig schön zu erschrecken. Doch die Thronfolge scheint ungewiss, denn sein einziger Sohn, Tao, lässt sich von Geschichten aus der Menschenwelt locken und beschließt, das Schloss zu verlassen. Das geschieht zur Freude des einzigen bösen Geistes im Schloss, der bösen Hexe Hesperia, welche dadurch ihre Chance sieht, den König vom Thron zu stoßen. Am Ende kann nur die Träne eines Menschen, vergossen aus Mitgefühl, für Rettung sorgen. Ein besonderer Fan dieses Musicals Spook Me sitzt natürlich hier vor euch und hat natürlich auch die Original-CD zu Hause. Da kann man sich immer mal wieder anhören, wie fantastisch dieses Musical im Europapark tatsächlich dargestellt wurde. Und man hofft natürlich, dass es eines Tages da auch eine Fortsetzung geben wird. Ich habe es bereits mehrfach erwähnt, wir haben so viele Neuigkeiten aus dem Europapark. Es wird ständig neu gebaut, es wird ständig umgebaut. Die Dschungelfloßfahrt kommt in den österreichischen Themenbereich mit hinein, hatte ich in einer meiner letzten Sendungen auch schon erwähnt. Hierfür gibt es allerdings jetzt mittlerweile Neuigkeiten, denn es geht ja da auch um Namensrechte, die man sich für eine neue Attraktion sichert. Das Unternehmen Mack Media, das mit dem Europapark in Verbindung steht, hat sich neue Markenrechte beim deutschen Patent- und Markenamt gesichert. Neben einem Logo für Josefinas kaiserliche Zauberreise wurden auch drei Wortmarken angemeldet. Besonders auffällig dabei ist die Wortmarke Voltron Coaster. Da dies offensichtlich der Titel einer Achterbahn ist, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es sich um die neuartige Bahn des Typs Big Dipper von Mack Rides handeln könnte. Die Achterbahn soll in der kommenden Saison 23 eröffnet werden und sei nur wenige Meter kürzer als der Silver Star. Der Name würde auch mit der Vermutung zusammenpassen, dass es sich bei dem neuen Themenbereich um Kroatien handelt. In diesem wurde der Erfinder Nikola Tesla geboren, der besonders für seine Forschungen im Bereich der Elektrotechnik bekannt war. Ebenfalls passend dazu würde die Marke Oszillodrom angemeldet. Bei einem Oszilloskop handelt es sich um ein elektronisches Messgerät. Auch die letzte gesicherte Wortmarke Costillator würde zum Thema Elektrotechnik passen und ist möglicherweise eine Kombination aus den Wörtern Coaster und Oszillator. Worum es sich bei allen gesicherten Wortmarken letztendlich handeln wird, ist jedoch bisher nicht wirklich bekannt. Zuletzt entfernten die Verantwortlichen des Europaparks bereits die riesige Satellitenschüssel, in deren Bereich die neue Achterbahn gebaut werden soll. Alle Fans des Europaparks und die es noch werden, brauchen nicht mehr so lange zu warten, dann wird die Saison 2022 gestartet. Und jetzt gab es aktuell durch einen Pressesprecher des Europaparks eine gute Nachricht für alle Fans, die es gar nicht mehr erwarten können. Denn es wird vor dem aktuellen Saisonstart, der auch schon verfrüht stattfinden wird, noch ein Pre-Opening-Wochenende geben für alle Freunde, die es gar nicht erwarten können.
So wird es also möglich sein, den Park bereits am 19. und 20. März 2022 zu besuchen. Wie ein Sprecher des Europapark mitteilt, werde der Freizeitpark wie gewohnt öffnen und alle Attraktionen zu erleben sein. Zusätzlich wurde der offizielle Saisonstart vom 27. März auf den 26. März vorverlegt. Da der Park jedoch unter der Woche vom 20. bis 25. März für einen regulären Besuch geschlossen bleibt, entschied man sich für die Bezeichnung Pre-Opening-Wochenende. Dadurch werde einer Verwirrung vorgebeugt, so der Europapark. Ab dem offiziellen Saisonstart öffnet der Freizeitpark dann täglich seine Tore. Nach aktuellem Stand gelten weiterhin die Hygieneregeln basierend auf einem vierstufigen Warnsystem zur Eindämmung der Corona-Pandemie des Bundeslandes Baden-Württemberg. Demnach gelte die 2G-Regelung, wonach Geimpfte und Genesene den Park besuchen dürfen. Außerdem wurde mitgeteilt, dass der Themenbereich Österreich bereits zum Pre-Opening-Wochenende neu zu erleben ist. Dank einer umfassenden Renovierung soll er in einem prächtigen Gewand erstrahlen. Gäste sollen in dem Themenbereich eine romantische Bootsfahrt für die ganze Familie erleben können. Auch die Shows des Freizeitparks sollen neu gestaltet werden und ein brandneues Programm erwarte die Besucher auf den Bühnen des Europaparks, die ich jedem Gast auf jeden Fall ans Herz legen kann. Der Eintritt in den Europapark kostet in der Saison 22 bis zu 62 Euro für Erwachsene und 55 Euro für Kinder. Günstigere Preise gelten in der Nebensaison. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, checkt bitte die Homepage des Europaparks für alle aktuellen Informationen, Preise betreffend, Covid betreffend und sonstigen Dingen, die euch persönlich interessieren. So, ihr Lieben, das war wieder viel Neues, viel Interessantes aus dem besten Freizeitpark der Welt und dem größten Freizeitpark Deutschlands, dem Europapark. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und vor allen Dingen, vergesst nicht, verrückt zu bleiben. Bis nächste Woche, ich zähle auf euch, euer Hitman.